Ja. Und hier kommt auch direkt die dritte Folge von Space Engineers. Hier versuche ich mich mal an einem ordentlichen Raumschiff, zumindest halbwegs ordentlich. Mach's rosa. Nee, rosa gefällt mir nicht so. Rosa gibt's nicht, ne? Nein. Ich weiß überhaupt nicht, wie man es färbt eigentlich. Drücke oder zum Farbe ändern. Hä? Das ist Fragezeichen. Einfach hinter ein Fragezeichen drücken. Die Farbe siehst du dann da über der leeren Hand, so bei 9-0. Oben drüber siehst du dann, welche Farbe es ist kriegt. Dass ihr das alle nicht wusstet. Kommt nicht. Mano, wieso kommst du nicht? Muss ich sie fertig angebaut haben? Nein. Hä? Du musst aber den Block ausgewählt haben, das wäre sinnvoll. Ja, hab ich. Ich gehe mit dem Schweißer drauf und dann drücke ich Fragezeichen. Ja, mit dem Schweißer doch nicht. Du musst einen Block ausgewählt haben. In deiner Hand. Und diesen Block, den du in der Hand hast, kannst du dann einfärben. Wenn du jetzt zum Beispiel einen normalen Stahlblock nimmst, mit dem kannst du es dann locker machen. Hä, warte mal, was fehlt mir? Hä, Stahlrohr klein? Oh, jetzt. Wieso fehlt mir da oben ein kleines Stahlrohr? Es ist ja voll unkorall. Jetzt brauche ich es aber nicht mehr gefärbt. Naja. Das ist nicht Töfte. Jetzt warte mal. Ich nehme hier mal das Schiff und gehe ein bisschen farmen. Ich habe es übrigens rausgefunden, tatsächlich. Aber jetzt tue ich es wieder auf weiß. Muss ich hier irgendwas beachten mit deinem Schiff? Farm, ja. Das nicht ist kaputt bisschen, fahren. Der Eingang habe ich ein bisschen schlecht angelegt, könnte man meinen. Okay, dann sind wir hier fertig. Dann fehlen uns hier oben nur noch Stahlplatten, Herstellungskomponenten, Anzeigen und Stahlplatten. Alter, der Asteroid neben uns ist ja voll cool. Wir haben Silikon, Gold, Nickel und Silber. Und Uran. Silikon! Ja, ich hab's einfach da oben im Farmen, ja. Ich möchte jetzt nicht angeben, aber tja. Ja, dann ist ja gut, dass du das nicht magst. Ja. Und die Anzeigen fehlen schon wieder, oder was? Wer klaut mir ständig die Anzeigen? Was soll denn das? Ich hab nur 5 genommen. Okay, dann bin ich blind im Kopf. Ja, echt so. Wie ging der Spruch von letzter Folge? Augen auf beim Häuslerkauf. Okay, wo ist dein Cockpit? Hier, ja, bum bum. Okay, warte, ich komm flexen. Ja, das passt zu dir, ey. Ich überlege mir, ich habe mir ja schon in der Kreativwelt so ein richtig geiles Design ausgesucht. Definiere geil. voll harte stylisch. Sache, ne? Ja, bunt muss es sein. So muss es nicht sein. Jetzt habe ich einen Bunt ist gesoppt. Fehler gemacht. Ja, jetzt kann ich nicht alle flexen. Wie heißt das Dings? Aber weiß lecken kannst du gerade gut. Ich lecke? Ja. Lecke ich bei euch allen? Ja. Nein. Und bei mir leckt das ganze Spiel. Ich bin halt einfach effizienter. Moment, lecke ich echt, meine Sprache leckt? Ja. Immer noch? Und zwar nicht nur an der Grammatik. Jetzt nicht mehr. Ja, jetzt so. Ich habe hier aber gerade ein bisschen so 20 FPS. Ja. Dann bring deinem Computer mal Skill bei. Das ist nicht der Computer, man nennt es Router. Boah, ey. Voll gerimed hier. Gerimed. Ich rhyme auch immer. Aber nicht so Töfte wie ich. Töfte. Du, das versteht voll keiner. Töfte, das kennt doch keiner. Töfte. Ja, niemand ist dann so. Dann müssen sie es lernen. Arche Internets. Da könnt ihr lernen, was richtig. So, ja. Schleichwerbung Ende, wo ist mein Geld? Wo kauft ihr von einem YouTube Money mal Skill? Ich krieg kein YouTube Money. Schade. Werde niemals Skill haben. Also jetzt dauert's ein bisschen, bis ich alles gefunden habe, wie man es richtig dreht. Lag. Nimm doch gar nicht. Boah, ja, du schubst so mich. Ja, ich lag, ich kann nicht bremsen. Hä? Und ich sterbe gerade. Die Bohrer saugen irgendwie nichts auf. Muss ich da was anmachen dazu? Nein. Ja, musst du. Ja, die Bohrer solltest du anmachen. Habe ich schon. Ja, Bohrer. Du musst manchmal ein bisschen vorwärts, rückwärts, dann kannst du die kleinen Sachen mit die Bohrer einfangen. Nee, aber eigentlich muss man
Muss man da was anmachen zwischen Einsaugen und die Verbinder werfen noch aus. Ja. Leute, Technik. Cool. Was auswirft, muss man ausmachen. Sonst wirft ich hab was falsch gemacht. Fuck. Skandal. Wo ist Bild auf? Einfügen ist das Gegenteil, okay. Jetzt zweimal Bild ab. Ach, ich kann zwar nicht viel, ja, von diesem Zeug her, diesen richtig reindrehen von diesen Blöcken, aber. Boah, hör doch einmal auf zu laggen. Was soll denn das? So dummes Spiel. Bei mir laggst du übrigens nicht. Lag ich bei dir auch, Blaze? Nee. Nein. Deine Stimme laggt nicht, aber mein Spiel. Oh, bei mir tatsächlich auch. Kann sein, 20 FPS, das tut ja weh. Nein, 30 FPS. Kann sein, dass ich mich irgendwann mal neu starten muss, ne? Ja. Mach mal dann nach dieser Folge starte ich mich mal neu, ne? Ja. Kann es eigentlich sein, dass dein Computer vielleicht jetzt doch überfordert ist, Blaze? Nö. Weil bei mir laggt's auch. Und mein Computer ist eigentlich nicht überfordert. Weil meiner hat ja nur das Spiel laufen und das ist jetzt. Meiner hat nicht überfordert zu sein. Wenn du übrigens nur das Spiel laufen hast, ist das ein bisschen problematisch. Ja, ich weiß, ich habe auch Raps laufen. Und TeamSpeak. Blaues Kind. Lau. Also bei mir, ich habe konstant meine 25 FPS. Ich habe konstant meine 20 okay. Und bin unglücklich damit. Jetzt hatte ich mal kurz einen Mikroruckler, aber das. Ich habe konstant 30. Ich hatte jetzt gerade mal ein mikroflüssiges Gameplay. Für so eine halbe Sekunde. Verstehst du nicht, bei mir leckt das Spiel an sich. Ja, ich habe jetzt 30 FPS und hab Standbild. Macht's erstmal nach. Ja, was soll denn das? Reblödi Sakwe. Boah, bleib mir weg mit deinem Latein, ey. Das war Französisch. Echt? Mein Gott, diese Pariser. Ja. Ey, Pariser haben es überhaupt nicht drauf. Ja, die bohren nach Leinöl. Ja, die machen noch ganz anderes. Ja. An alle, die den Film nicht kennen, shame on you, ne? Also, kenne ich nicht. Den kennst du, den haben wir zusammen angeschaut. Oh. Der Kokosnuss. Ach so. Den kenne ich. Ja, das will ich auch hoffen. Bildungslücke wäre das sonst. Ich habe die Bildung aus dem Bild, ey. Oh, und man merkt's. Ach, komm schon. Was willst du mir? Ich brauche Stahlplatte, ey. Ja, okay, das mit der Energie verstehe ich, aber Stahlplatte, ich habe 30.000 Stahlplatten. Ja, im Kanister. Nee, eigentlich nicht. Ich habe ewig viel genommen, eigentlich. Ich glaube, ich habe 200 oder so genommen. Ja, also ich flex mal hier diesen Block weg, dann können wir. Okay, das Bohrschiff, das hat sich erledigt, das ist weg. Military Escort, das hört sich gut an, wenn ich jetzt nicht extrem lecken würde. Soll ich übernehmen, wenn du es nicht drauf hast? Meine Frage, sieht das Schiff hier irgendwie kaputt aus? Wo bist du? Erstmal landen. Mit Q und E. Eigentlich nicht, scheint alles dran zu sein. Bis auf den dritten Landefuß. Ich hab nicht so genau hingeschaut. Jetzt C. Nicht so viel. Jetzt nochmal C. Bisschen runter, noch ein bisschen. Lehn dich mal ein bisschen nach hinten mit der Maus. Nicht so viel. Das war kein bisschen. Ja, okay, jetzt nochmal C. Okay, du bist gelandet. Gut, danke. Das halbwegs. Wie hast du es eigentlich geschafft, das Schiff zu demolieren, nenne ich es jetzt mal. Ja, drück nochmal Leertaste. Flieg nochmal ein bisschen hoch. Ach, und übrigens, mein Spiel unter 28 Kilometer. Hey, oh, man's auch nicht jetzt, was du sagst. Ja. War wohl die Verbindung. Leonard? Eigentlich kann es nicht gewesen sein. Jetzt musst du mich. Jetzt musst du meinen Namen schon wieder rauspiepen. Ja, piep. So. Übrigens, ihr habt nichts gehört. Das ist doch voll viel Aufwand, ey. Deutsche Post und so. Einfach unsere Namen sagen, ey. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Ja. Und vor allem Deutsche Post und so. Das Piepen wird nachgeliefert. Dieses Objekt wird von jemand anderem benutzt, der hat dumm ist, die Leertaste zu drücken. Mein Gott, Marcel. Ja, also es ist schon schwierig, ne? Muss ich schon sagen. Boah, das hat jetzt sämtliche Konzentration gekostet, die ich aufwenden muss. Ich hab mich an meinem eigenen Bohrschiff verbaut. Naja, gut. Bitter. Solange du dich nicht verbohrst.
Ja, boom. Hallo, ich habe links geklickt. Also, dass wir in dieser Folge nochmal irgendwas Produktives machen, schlage ich vor. Hallo, nur bei mir einschalten, ja? Hey. Alle hier auf meinem Kanal gehen ja, ich baue hier ein Bohrschiff. Also, ich mache ja was Produktives. Ich repariere hier gerade das Schiff, das du kaputt gemacht hast. Ja, gut, dann hole ich mir dort mal die Military Escort. Ja, mach mal. Gute Idee. Zeig mal den Menschen, wie man das macht. Jeder möchte es sehen, ja. Und ich weiß nicht, die 12 Kilometer... Meine genialen Konstruktion, ja, weil man alleine dort nicht bauen kann, habe ich mir hier so eine geniale Konstruktion ausgedacht, mit der man das kann. Ja, weil man kann nicht Steine an das Cockpit befestigen, da fliegen die weg. Weißt du, was du ans Cockpit befestigen könntest? Das interessiert mich gerade nicht so. Dieses Massenömsel hier, dass du diese... Für einen Schwerkraftgenerator irgendwie, da gibt's doch was. So künstliche Masse kannst du jetzt extra ranbauen. Ja, das kannst du ja du machen, wenn du unbedingt willst. Nee, ich will mein Schiff nicht zwingend überladen. Bei wie vielen Minuten sind wir jetzt eigentlich schon wieder? Bei circa 10. Circa 10. Na, solange es noch circa ist, kann man es lassen. Mal schauen, hast du irgendwo Dellen reingeflogen? Nö. Ich hab's mal geschafft, meine Bohrer abzubrechen, also... Da ist das ja noch relativ Peanuts hier. Oh, das ist mir auch mal passiert, da ist mir ein Asteroid drauf geflogen. Ja, mir Spaß. Nicht. Ich hab auf Verheeren gestellt und da ist mir alle 2 Sekunden der Bohrer abgeflogen. Nein, mir nicht alle 2 Sekunden, aber... Mir ist da auch so ein Asteroid drauf geflogen, ich war gerade mitten drin, ne? Auf einmal fliegt mein Bohrer vorbei. Ich hab gedacht, ups. Okay, da hinten hast du ein bisschen angedatzt, da fehlt ein Triebwerk. Wie schaffst du das eigentlich? Ich war die ganze Zeit drin. Ja, ey, das ist gar nicht mal so schwer, da was kaputt zu... Da fehlt echt ein Triebwerk. Ich hab gedacht, da wäre vielleicht nur eins rechts und links, aber da fehlt ein Triebwerk. Ja, dann baust halt hin, du hast genug Teile. Ja, ich muss jetzt erst mal das Dach reparieren, das hast du ja auch kaputt gemacht. Ich frag mich, ob das heute noch was mit dir wird, Blaze. Wie war das noch gleich mit dem Führerschein und so? Ja, den hat er schon, ne? Schrecklich, schrecklich. Ich meine, ich brauche eigentlich auch nicht viel sagen, aber egal. Ich glaube, ich rufe mal schnell das Verkehrsamt an, ey. Verkehrsamt? Ich möchte auch noch ein Weilchen leben, ne? Ja, ne, ja, dann bleib mal im Haus, wenn wir fahren. Das Ding heißt Landratsamt, ja. Echt jetzt? Das ist das Gleiche. Gibt keins Verkehrsamt? Nein. Jetzt bin ich beleidigt. Hallo, wir sind hier in Deutschland. Ja, beschwer dich. Wir haben keine Ämter. Wenn sie kein Geld einbringen, brauchen wir sie nicht. Da werden voll die Steuergelder verbraten, ne? Es gibt kein Verkehrsamt, aber... So, aber okay, hier... Ja, ich... Aber ein Weißwurst-Äquator, ne? Also... Da ist auch noch eine kleine Delle drin. Was britzelt hier hinten? Ach so. Boah, habt mal Respekt, ey. Ich baue hier das allergeilste Bohrschiff aller Zeiten. Also ich baue mein Schiff aus Eisen, nicht aus Bohr. Boom, ey, jetzt hast du aber einen rausgehauen. Oh ja. Man beneide mich. Sag mal, habe ich es jetzt angestupst? Wenn du es so dumm fragst, bestimmt. Also ganz ehrlich, das Military Escort hat es Munition dabei, wäre eine wichtige Frage. Nein. Gut. Wir spielen hier auf einfach, nichts an Munition dabei und das finde ich ein bisschen langweilig. Aber wenn man auf normal stellt, dann wird man vor Meteoriten zerhagelt, bevor man überhaupt... Nee, bei normal geht's noch, bei verheerend hat man leichte Schwierigkeiten. Ja komm, bei verheerend bist du tot, bevor du gespawnt bist. Das weiß einer von euch, wo die den Einstieg haben? Du musst suchen, da ist irgendwo eine Tür. Hinten dran in der Regel oder unten? Boah, ich baue jetzt voll das stylische Schiff hier. Ah, ich hab's gefunden, glaube ich. Ich repariere hier mein stylisch getuntes Schiff. Ja. Soll ich vielleicht schwere Panzerung mal ranbauen an der Seite ein bisschen? Weil ich finde, die ist das Allerschlechteste. Vor allem sind die Triebwerke wirklich extrem ungeschützt. Blau sieht gut aus, ey. Ich mach hier mal voll die Stylik rein. Stylik? Ja, ich bin voll der neue Wortschöpfer. Voll stylistisch, korrektizistisch. Jetzt habe ich mich verbaut. Jo. So. Muss man erstmal können. Und jetzt baue ich hier noch ein zweites rein.
Oh ja, das wird geil aussehen. Alter, jetzt muss ich mich echt hier in dem Scheißschiff den Weg suchen. Ja. Ach scheiße, ey, das ist doch kacke. Geh auf. Na, wer wird denn gleich? Ich geb dir gleich. Nee, danke, ich hatte schon. auch mal wieder. Oh mein Gott, ey, das Niveau. Das Niveau, ja, und? Ja, ich brauch es gibt noch ganz anderes Niveau, da beschimpft man sich alle 2 Sekunden. Wie hieß das noch gleich? Ach ja, Familienfeiern. German Standard. Ach, die Deutschen sind gut. Ja. Das dürfen wir jetzt aber nicht zu laut sagen, sonst wird gleich hier wieder geflamed, ne? NSA. Ja, NSA versus NSU, wer gewinnt? Ich überlege mir gerade, ob mein Bohrer vielleicht einen leichten Konstruktionsfehler hat. Mal sehen, ob man aus dem Warum Cockpit zeigt noch was sieht. Oh, man sieht sogar noch was. Okay, also das Ding ist, Hey, wenn der Bohrer Richtung Cockpit zeigt, soll es nur umgehen. Hey. Das ist doch mal geil. Hört mal kurz zu, wir kriegen 4 Sturmgewehre und 11 Magazine. Boah, und deshalb wollen wir nur zu dritt sind. Ja. Voll verschwenderisch. Echt, man sollte sie anzeigen. Also gut, ich baue jetzt mal die schwere Panzerung an unser Bohrschiff, ne, damit es auch die unerfahrenen Leute fliegen können. Wie lange hast du es? Du hast einen Tag länger als wir, ne? So, und ich kann schon landen. Ja, das kann ich auch. Also da, theoretisch wo dein Schiff halt steht, hatte ich gelandet. Da muss noch eine Delle im Boden sein. Boah, hinbauen, du Vollidiot. Du hast mir nichts zu befehlen. Ah, ich meine dich, ich meine scheiß Spiel. Also nochmal so kleine Info am Rande, in 1,5 Minuten ist die Folge wieder vorbei. Ja, das interessiert mich dann in 1,5 Minuten. Soll ich ein anderes Blau hinbauen? Wäre das Töfte? Wir sollten echt mal erklären, was Töfte ist. Googelt einfach Töfter Marius. Dann wisst ihr's. Töfte Marius, wie das schon klingt. Es klingt einfach Knorke. Oh, ja, jetzt kommen wir alle in die Hölle. Wirst du von dem Inhaber verklagt? Du zitierst zu viel von ihm. All copyright to the hirnless users. From Arche Internets. From Arche Internets. Finde ich übrigens voll Töfte, dass ihr mir die Rechte daran überlasst. Es ist ja. Achso, bevor ich vergesse, NSA aus. Stinkt. Echt, ne? So, jetzt hätte ich dann alle Fans mal hier. Stahlrohr klein? Seit wann braucht man Stahlrohr klein für einen Bohrer? Also, wahrscheinlich seit es das Spiel gibt, aber. Ja. Episode ist Episode, Folge vorbei. Ja, also, das war die 3. Folge. Freut mich, dass ihr zugeschaltet habt, angeschaut habt. Und ich würde sagen, ja. So. Ja, ich würde sagen, jetzt geht's dann mit der 4. gleich später weiter. Bis zur nächsten Folge.